Er war ein schwedischer Forscher des 18. Jahrhunderts, auf den umwälzende naturwissenschaftliche Entdeckungen von Physik bis Hirnforschung zurückgehen. Aber auch ein religiöser Visionär, der große Dichter, Denker und Künstler inspiriert hat, wie Goethe, Kant, Balzac, Blake und Strindberg. Die Rede ist von Emanuel Swedenborg, dem Mann, der wissen wollte, was die Welt im Innersten zusammenhält, dessen Leben ein ständiges Suchen nach dem göttlichen Schöpfungsplan war. Emanuel Swedenborg, Forscher im Diesseits und Jenseits. Der Herr hat meine Augen geöffnet. Ich habe Dinge gesehen, die dem menschlichen Leben tief verborgen waren. In seinen letzten Jahren lebte Swedenborg in einfachen Mietsräumen in London, bedient von der Magd Elizabeth Reynolds. Ein häufiger Besucher war der Pastor der schwedisch-lutherischen Gemeinde in London, Arvid Ferelius. Ich faltete meine Hände und sagte, Herr, du weißt es besser als ich. Ich fühle, dass etwas Heiliges über mich kam. Ich fiel in einen Schlaf und Elizabeth? Ein gewaltiges Zittern. Guten Tag, Elizabeth. Worte in meinen Mund gelegt wurden. O du allmächtiger Pastor Ferelius. Wie ich höre, hat Baron Swedenborg gerade Gäste. Nein, Herr Pastor. Baron Swedenborg redet mit sich selbst. Darf ich? Er will nicht gestört werden. So wie jetzt spricht er schon seit 3 Tagen und hat auch nachts sein Zimmer nicht verlassen. Er hat nichts gegessen und nicht geschlafen. Die ganze Zeit spricht er, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich verstehe. Könnten Sie ihn bitte ausrichten, dass ich ihn schon seit mehreren Wochen nicht in der Kirche gesehen habe und ich mich nun mal erkundigen wollte, wie... Kommen Sie doch herein. Bitte entschuldigen Sie, ich wollte wirklich nicht stören. Aber nein, kommen Sie doch herein. Bitte setzen Sie sich, mein Freund. Vielen Dank. Wie ist es Ihnen in den letzten Wochen ergangen? Ich bin in den vergangenen 10 Tagen von bösen Geistern heimgesucht worden. Wir sprachen viel miteinander. Von bösen Geistern? Ja. Aber nun bin ich in der Gesellschaft von guten Geistern. Sie haben mir wunderbare Dinge offenbart. Vielleicht würden Sie Ihren Frieden finden, wenn Sie unsere Gottesdienste in der Kirche wieder regelmäßig besuchen würden. Vielleicht. Aber ich finde keinen Frieden in der Kirche, denn die Geister widersprechen ihr. Sie widersprechen vielem, was der Geistliche sagt. Mein Freund, ich bin gekommen, um Ihnen Trost und Beistand anzubieten vor diesen Fantasien, die Ihre Seele quälen. Ich bin mir wohl bewusst, dass viele sagen werden, niemand könne mit Geistern und Engeln sprechen. Nicht, solange er noch in seinem Körper lebt. Und dass es nur Fantasien sind. Aber all das beeindruckt mich nicht. Denn ich habe gesehen, ich habe gehört und ich habe gefühlt. Swedenborg analysierte diese Erfahrungen mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und als einer der gebildetsten Männer des Zeitalters der Vernunft. Das Zeitalter der Vernunft. Von den Aristokraten des 18. Jahrhunderts huldigten manche den Frivolitäten des Rokoko. Für andere war es das Zeitalter der Vernunft, der Aufklärung. Ein Zeitalter, in dem sich viele von den religiösen Dogmen ab- und dem rationalen Denken und der Wissenschaft zuwandten. Swedenborg, 1688 als Sohn eines bedeutenden Theologen in Stockholm geboren, wuchs in dieser Zeit auf. Er studierte in Uppsala und London, beherrschte 9 Sprachen, wurde geadelt und war bis zu seinem Tode im Jahr 1772 aktives Mitglied des schwedischen Herrenhauses. Als vielseitiger Erfinder entwarf er unter anderem den Plan eines Gleitflugzeugs, das als erstes aerodynamische Grundsätze berücksichtigte und dessen Nachbildung tatsächlich geflogen ist. 1718 ernannte ihn der König zum Mitglied des Bergbauministeriums. Er wurde zum Mitbegründer der wissenschaftlichen Metallurgie, Mineralogie und Kristallographie. Swedenborg beherrschte alle Wissenschaften seiner Zeit. Er veröffentlichte mehr als 70 Arbeiten über Fragen von der Astronomie bis zur Physiologie. Er nahm viele spätere Entdeckungen vorweg, etwa die molekulare Grundlage des Magnetismus und die Entstehung der Sonnensysteme aus Urnebeln kosmischer Energie. Aber Swedenborg betrachtete die Wissenschaft niemals als Endzweck. Ich bin früh in die Naturwissenschaften eingeführt worden und ich habe sie 30 Jahre lang studiert.
Das hat mich vorbereitet, die Gesetze zu verstehen, die tief im menschlichen Leben verborgen sind. Ich wollte als Werkzeug dienen, sie aufzudecken. Swedenborg begann die Suche danach, indem er die menschliche Anatomie und Physiologie umfassend studierte. Zu den vielen Entdeckungen, die er dabei machte, zählen auch die Drüsen mit innerer Sekretion. Aber in den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts konzentrierte er sich ganz auf das menschliche Gehirn. Er hat als erster den Zusammenhang zwischen Hirn- und Atemtätigkeit entdeckt, die Lokalisation der Denk- und Gedächtnisfunktionen, die Funktion des Kleinhirns, ja, die unterschiedlichen Funktionen der linken und rechten Hirnhälften. Mit all Ihren wissenschaftlichen Leistungen waren Sie doch für die Gelehrten, Doktoren und Ärzte von großem Nutzen. Warum beschäftigen Sie sich dann mit Geistern und Dingen, die nicht greifbar sind? Das sind doch Themen, die man am besten der Kirche überlassen sollte. Der einzige Zweck meines Studiums in der Anatomie war die Suche nach dem Sitz der Seele im Körper. Die Seele stellt sich im Körper dar. Sie ist ihr Spiegel. Aber beim Sezieren des Gehirns fand er die Seele nicht. Die im Zeitalter der Aufklärung zur Perfektion entwickelte wissenschaftliche Methode schien hier zu versagen. Und bis heute bleibt der Zusammenhang von Seele und Leib ein Rätsel. Swedenborg musste einen anderen Weg suchen. Seine Reise nach innen. Manchmal rührt er sich einfach nicht. Er sitzt schon seit mehreren Stunden mit geschlossenen Augen da. Es sieht aus, als ob er schlafen würde. Manchmal kommt es mir so vor, als ob er lächelt. Und es scheint, als ob er Stimmen hört, die mit ihm sprechen. Swedenborg setzte seine Suche fort, indem er die Geheimnisse seines eigenen Innenlebens untersuchte. Jahrelang analysierte er seine Träume und Visionen. Die Aufzeichnungen über seine inneren Erlebnisse zählen zu den umfangreichsten, die je von einem Menschen gemacht wurden. So entwickelte er auch eine Meditationstechnik, um sein Unbewusstes zu untersuchen. Obgleich er wahrscheinlich mit der östlichen Meditation nicht vertraut war, ähnelten seine Techniken denen der Yogis und anderer asiatischer Mystiker. Die Mönche und Heiligen Asiens wandten sich alle nach innen, um die Grenzen des menschlichen Bewusstseins zu überschreiten und zur universalen Quelle in ihrer Seele zu gelangen. Auch Swedenborg erlebte eine Transformation, ähnlich wie ihre großen Visionäre und Heiligen. Am Abend des zweiten Ostertags im Jahre 1745 erschien ihm der Herr zum zweiten Mal und forderte ihn auf, seinem Leben eine andere Richtung zu geben und aufzuschreiben, was er ihm offenbaren würde. Mache mich, Herr, würdig deiner Gnade. Und Sie glauben ernsthaft, dass er wirklich vor Ihnen stand? An Ihrem Bett? Ja, natürlich. Und von dem Tag an gab ich die weltlichen Wissenschaften auf und befasste mich nur noch mit den geistigen Dingen. Der Herr öffnete meine Augen und ich konnte am helllichten Tag die andere Welt sehen. Und im Zustand vollkommenen Bewusstseins war ich in Kontakt mit Engeln und Geistern. Engel und Geister gaben sich Swedenborg als Menschen zu erkennen, die durch den Tod in die geistige Welt eintraten und dort je nach ihrem Erdenleben zu Engeln oder bösen Geistern wurden. Engel sind unbewusst mit unseren guten, böse Geister mit unseren bösen Neigungen verbunden. Swedenborg sah, dass die sichtbare Schöpfung eine Entsprechung der Unsichtbaren ist. Die Welt der Entsprechungen. Die Bibel schildert seelische und geistige Vorgänge nicht in abstrakter, sondern in bildhafter Sprache. Tiere und Pflanzen, Berge und Täler, Sonne, Mond und Sterne, Regen und Sturm, ja alle natürlichen Dinge entsprechen gesetzmäßig unserer Trieb- und Gedankenwelt. Nehmen wir als Beispiel den ersten Satz der Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Himmel und Erde sind Bilder für unser Inneres und Äußeres, die jedem von uns anerschaffen sind und im Lauf des irdischen Lebens in Entsprechung gebracht werden sollen. Unser Äußeres soll dem Inneren dienen.
Mit Gottes Hilfe sollen wir nach und nach lernen, unser eigenes Ich zurückzunehmen und uns als Diener Gottes in der Schöpfung zu verstehen. Den Höhepunkt dieser Entwicklung des Menschen zum Bilde Gottes schildert die Erschaffung Adams, der die Weisheit, und Evas, die die Liebe im Menschen repräsentiert. Ihre Verbindung führt zur seelischen Ganzheit, zu Frieden und Erfüllung, dargestellt durch den siebten Schöpfungstag. Alle anderen Bilder der Schöpfungsgeschichte, Pflanzen wie Tiere, entsprechen den aufeinanderfolgenden Bewusstseinszuständen, die der Mensch durchläuft, während Gott an ihm arbeitet. Im Licht der Entsprechungen zeigt dieser Text, wie Gott den Menschen aus einem bloß natürlichen zu einem geistigen Wesen macht. Denn der Mensch ist ein Mikrokosmos, ein Miniaturbild des Universums. Alle Dinge, die es im geschaffenen Weltraum gibt, haben eine solche Entsprechung zu allem, was im Menschen ist, dass man fast sagen könnte, dass der Mensch selbst eine Art Universum ist. Swedenborg hatte in dem von ihm entdeckten geheimen Sinn der Bibel endlich einen Zugang zur Seele gefunden. Anonym veröffentlichte er 8 dicke Bände seiner Bibelauslegungen und signierte sie mit den Worten »Ein Diener des Herrn Jesus Christus«. Doch seine Visionen wurden bekannt, da er während seiner langen Reise nach innen außerordentliche psychische Fähigkeiten entwickelt hatte. Es sind viele Berichte erhalten, wonach Swedenborg außersinnliche Wahrnehmungen hatte und Dinge enthüllte, die er nur von Toten erfahren haben konnte, die aber von lebenden Menschen bestätigt wurden. Ich sage Ihnen was. Die Gattin von William Castell hat die bekannteste außersinnliche Wahrnehmung Swedenborgs bezeugt. Die Geschichte ereignete sich 1759 bei einem Abendessen in Göteborg, zu dem sie außer Swedenborg 15 prominente Gäste eingeladen hatte. Ich sah zu, wie er plötzlich seinen Teller beiseite schob. Er wurde mit einem Mal ganz aufgeregt. Und ich fragte ein paar Mal, ob ich etwas für ihn tun könnte. Aber er gab keine Antwort. Und dann stand er auf und erzählte uns irgendetwas von einem Brand. In Stockholm. In Stockholm? Aber Stockholm liegt mehr als 300 Meilen von Göteborg entfernt. Wie konnte er das wissen? Ich weiß es nicht. Aber er beschrieb uns jede kleinste Einzelheit, auch wie das Feuer ausgebrochen war. Er wusste, welche Häuser niederbrannten. Und dass es schließlich gelöscht wurde, 2 Türen von seinem eigenen Haus entfernt. Das war am Donnerstag. Und am Samstag kam ein Bote an, direkt aus Stockholm. Was er uns von dem Brand erzählt hat, stimmte völlig mit den Erzählungen Swedenborgs überein. Nun ja, die Geschichte machte die Runde und die Leute wurden neugierig. Überall, sogar im Ausland. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hat einen persönlichen Berichterstatter zu mir geschickt, um mich darüber zu befragen. Wie interessant. Es wird erzählt, Swedenborg habe behauptet, Himmel und Hölle gesehen zu haben. Aber das sind alles Gerüchte. Ich bitte Sie, Madame. Was diesen Punkt betrifft, möchte ich mich nicht weiter dazu äußern. Ich war immer ein guter Christ. Und wir alle in meiner Familie sind gute Christen. Und wir glauben daran. Wir glauben sogar sehr fest daran. Wir sind überzeugt von allem, was uns die Kirche lehrt. Sie versteht mehr von dem, was das Leben nach dem Tode betrifft. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Aber natürlich. Ich bin auch eine gute Christin. Die Frage nach Himmel und Hölle. Die Vorstellungen vom Leben nach dem Tod, die im 18. Jahrhundert und noch lange danach herrschten, waren sehr einfältig. Am Tage des Gerichts, bei der leibhaften Wiederkunft Christi, würden die Toten aus ihren Gräbern zu neuem Leben auferweckt, um sich vor der himmlischen Bürokratie zu verantworten. Swedenborg trat dieser Auffassung entgegen. Das brachte die Anhänger der traditionellen Auffassung gegen ihn auf, wie auch seinen Freund Pastor Ferelius. Sie sind ein gebildeter Mann, Herr Baron, bewandert in der Heiligen Schrift. Ich dachte, Sie hätten es verstanden. Ich weiß nicht, warum Ihre Geister uns plötzlich etwas anderes erzählen. Es ist ein Gerichtsverfahren. Am Tage des Gerichts werden die Frommen belohnt und die Gottlosen bestraft. Nein, jeder von uns ist sein eigener Richter. Himmel und Hölle sind in uns. Wir alle erleben die Ewigkeit schon jetzt.
Swedenborg behauptete, dass sich im irdischen Leben unsere herrschende Liebe zum Guten oder zum Bösen ausbildet. Dementsprechend wird unser Leben nach dem Tode sein, Himmel oder Hölle. Der Tod ist kein Erlöschen, sondern eine Fortsetzung des Lebens. Irgendwie ein Übergang aus einem Zustand in einen anderen. In mehreren Visionen erlebte Swedenborg den Vorgang des Sterbens und sah, wie Menschen ins andere Leben eintraten. Gleich nach dem Tode erlebt der Mensch einen Zustand der Selbsterkenntnis. Die auf Erden angenommenen Masken fallen ab und das wahre Selbst tritt zutage. Jeder Mensch wählt und gestaltet das ewige Leben, wie es seiner innersten Natur entspricht. Manche werden verrückt, getrieben von Furcht und Gier. Sie sind in einem Zustand, den Swedenborg als Hölle bezeichnete. Die Hölle ist, ebenso wie der Himmel, ein psychischer Zustand. Sie entspricht dem, was wir schon auf Erden erleben können, wenn wir uns von der blinden Gier unseres eigenen Egos treiben lassen. Es gibt keine Teufel, die uns strafen und quälen. Im höllischen Zustand lebt jeder seine eigene Bosheit aus, indem er andere quält, die wiederum ihn quälen. Sie sagten also, es gibt keine Teufel? Aber euer Gnaden, wollen Sie wirklich sagen, es gibt keinen Teufel? Es gibt keinen Teufel und keine Dämonen. Das Gleichgewicht dieser anderen Welt ist so beschaffen, dass ein jeder seine Strafe und die Qual über sich selbst bringt. Andere finden sich nach dem Tode in einem seelischen Zustand, den Swedenborg als Himmel bezeichnete. Es ist ein freudiger Zustand erweiterten Bewusstseins, in dem man mehr und mehr seine Rolle im großen Schöpfungsplan erfasst und ausüben lernt. Im Himmel erwartet uns kein ewiges Beten und Psalmodieren, sondern nützliches Wirken. Menschen der verschiedensten Religionen bilden die unzähligen himmlischen Gesellschaften. Sie sind die eigentliche Kirche des Herrn. Mein Freund, wie kann Ihre sogenannte Kirche des Herrn Heiden und Götzendiener einschließen? Ganz bestimmt wird der Herr Sie dafür in der Hölle bestrafen. Die Kirche des Herrn besteht aus all denen, die ganz nach ihrem eigenen Glauben im Guten der Nächstenliebe gelebt haben. Die Kirche des Herrn ist allumfassend. Das reicht. Guten Tag, mein Freund. Zeit zum Sterben. Als sich Swedenborg dem Ende seines Lebens näherte, waren und blieben seine Schriften unannehmbar für die schwedisch-lutherische Reichskirche. Das war ein Problem für Pastor Ferelius, der im Winter 1772 den 84-Jährigen ein letztes Mal besuchte. Sie sind schon lange krank, mein Freund. Haben Sie mal daran gedacht, dass Sie vielleicht sehr bald schon... Sterben? Natürlich. Bald wird meine Zeit zum Sterben kommen. Sind Sie bereit, das Abendmahl zu empfangen? Mit Dankbarkeit. Haben Sie meine Ansichten über die wahre Bedeutung des Abendmahls gelesen? Nein, tut mir leid. Das kann ich nicht behaupten. Würden Sie sich eigentlich selbst als einen Sünder bezeichnen? Gewiss doch, solange ich diesen sündhaften Körper mit mir herumtrage. Mein Freund, manche Leute behaupten, dass ihr einziger Zweck bei der Formulierung dieses neuen theologischen Systems darin bestand, sich selbst einen Namen zu verschaffen. Wenn das der Fall wäre, so sollten Sie nun der Welt und sich selbst die Gerechtigkeit erweisen, ganz oder teilweise zu widerrufen, was Sie geschrieben haben. Ganz besonders, weil Sie ja in dieser Welt, die Sie sehr bald verlassen werden, wirklich keinen weiteren Vorteil davon erfahren können. Wenn Sie in die Ewigkeit kommen, so werden Sie das alles selber sehen.
Sie und ich, wir werden uns viel zu erzählen haben. Bevor sie Abschied voneinander nahmen, beschenkte Swedenborg Pastor Ferelius mit einem der letzten Exemplare seines Werkes »Himmlische Geheimnisse im Worte Gottes«. Das England, in dem Swedenborg seine letzten Monate verbrachte, erlebte die Entstehung mehrerer neuer protestantischer Richtungen. Eine davon war der Methodismus. Der Gründer war John Wesley. Er war die einzige für die Rechtfertigung. Er ist die Bedingung. Nur der ist gerechtfertigt, der glaubt. Ohne Glauben ist niemand gerechtfertigt. Er allein genügt zur Rechtfertigung. Jeder, der glaubt, ist gerechtfertigt, was immer er hat oder auch nicht hat. Mit anderen Worten, niemand ist gerechtfertigt, ehe er glaubt. Jeder ist... Ein Brief für Sie, Sir. Das ist ja wirklich seltsam. Es ist noch gar nicht lange her. Da wurde mir ein sehr merkwürdiger Brief übergeben. Ich weiß noch genau, was drin stand. Es hieß, Sir, man hat mich in der geistigen Welt darüber informiert, dass Sie den deutlichen Wunsch haben, mit mir zu sprechen. Ich würde mich freuen, Sie zu sehen, wenn Sie mich mit Ihrem Besuch beehren. Ergebenst Ihr gehorsamer Diener, Emanuel Swedenborg. Ich war außerordentlich erstaunt darüber. Sie müssen wissen, ich habe in der Tat den lebhaften Wunsch gehabt, diesen Gentleman zu sehen und mit ihm zu sprechen. Ich habe ihm umgehend geantwortet. Ich sei zwar momentan vollauf mit den Vorbereitungen einer 6-monatigen Reise beschäftigt, aber es wäre mir ein Vergnügen, Baron Swedenborg zu besuchen, sobald ich nach London zurückgekehrt sei. Und nun? Dies. Sir, es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Ihr vorgeschlagener Besuch zu spät sein wird. Da ich nächsten Monat am 29. März 1772 in die Welt der Geister abberufen werde, um nicht wieder zurückzukehren. Ihr ergebenster Diener, Emanuel Swedenborg. Wie spät ist es? 5 Uhr, Euer Gnaden. Das ist gut. Ich danke dir. Gott beschütze dich. Er wusste von seinem Tod schon vor 3 Wochen. Er sagte, er werde sterben, und zwar am 29. März um 5 Uhr. Und als er davon erzählte, da wirkte er so zufrieden und glücklich, als würde er in die Ferien fahren. Der Tod ist kein Erlöschen, sondern eine Fortsetzung des Lebens. Irgendwie ein Übergang aus einem Zustand in den anderen. Wenn Sie in die Ewigkeit kommen, so werden Sie alles selber sehen. Sie und ich, wir werden uns viel zu erzählen haben. Pastor Ferelius leitete Swedenborgs Beerdigung am 5. April 1772 in London. Die sterblichen Überreste wurden in der Londoner schwedischen Kirche beigesetzt. »1908 wurden Swedenborgs sterbliche Überreste in einem Staatsakt in die Heimat übergeführt und in der Kathedrale von Uppsala beigesetzt. Seine Einsichten werden in der nach seinem Tod gegründeten neuen Kirche gepflegt und weitergegeben. Sie haben viele bedeutende Menschen inspiriert. Da ist einer der beliebtesten amerikanischen Volkshelden, John Chapman, der in Harmonie mit der Natur lebte.« Er ist besser bekannt als Johnny Appleseed, weil er in weiten Gebieten Nordamerikas die Farmer mit Apfelkernen versorgte, damit sie Obstgärten anlegen konnten. Aber er hat auch geistige Samen gesät. Er verteilte Schriften Swedenborgs, die er als gute Nachrichten frisch vom Himmel bezeichnete.
Johnny Appleseed wurde so zum ersten Missionar von Swedenborgs Lehren in den USA. Von Kindheit an, blind, taub und stumm, wuchs Helen Keller auf, um schließlich Menschen in aller Welt neuen Mut zu geben. In ihrem Buch »Licht in mein Dunkel« schreibt sie über Swedenborg: »Seine Wahrheiten waren für meine Fähigkeiten dasselbe, was Licht, Farbe und Musik für Auge und Ohr sind. Eines weiß ich, ich war blind, aber nun sehe ich.« Und da war Greta Aschborn, die Tochter eines Nachbarn in Stockholm. Greta hatte viel davon gehört, dass Swedenborg mit Engeln gesprochen habe. Sie bat ihn des Öfteren, ihr doch einmal einen Engel zu zeigen. Eines Tages willigte er schließlich ein. Die Lehre, die er ihr erteilte, war vielleicht die einfachste und eindrucksvollste Bestätigung seines eigenen Glaubens an die geistigen Welten in jedem von uns. Greta, das ist der Tag, auf den du so lange gewartet hast. Setz dich. Mach die Hand über dies Auge und die andere über das Auge. Ja, so ist es gut. Nun pass auf. Und jetzt nimm deine Hände herunter. Mach deine Augen auf. Jetzt kommt der große Augenblick, wo du einen Engel sehen wirst. Die Swedenborg Foundation ist eine gemeinnützige Institution mit Sitz in Westchester, Pennsylvania in den Vereinigten Staaten. Sie publiziert Werke von und über Swedenborg. Die deutschen Ausgaben der Werke erhalten Sie beim Swedenborg Verlag in Zürich.